guckt euch das schöne Ding an. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Truth. Mein Name ist Thunder P und heute, der Patch ist vorbei. Oh, ich will die Dinger nicht verändern. Hier sieht man noch die genauen Zeiten. Ah, 4,5 Stunden habe ich, glaube ich, gar nicht mehr hingeschrieben. Schade, habe ich vergessen. Da, was drin ist, Squeakers, Torch, Taurus. Es sind noch andere Dinger drin in den Chaoskisten. Ich werde das mal raussuchen. Aber jetzt wollen wir die neue Klasse live einfach kaufen. Möchten Sie es kaufen? Ja, jetzt seht ihr mal, wie es aussieht mit dem Kaufen. Sonst habe ich das immer außerhalb des Dingens gemacht. Und jetzt geht's nicht. Doch, geht. So einfach ist das, hier was zu kaufen. So einfach ist es, den Kopf zu verlieren. Wie den Kopf verlieren? Ja, ich habe keinen Kopf. Aber warum hast du keinen Kopf? So, was nehmen wir denn? Ja, das war ja das Problem, was wir überhaupt hatten. Der hat ja keinen wirklichen... Den vielleicht dabei. Man weiß es nicht. So, erstmal Mounts raussuchen. Was nehmen wir denn? Bone Dragon Kadavros. Den neuen MacRider holen wir uns mal an Land. Den gucken wir aber gleich erst an. Bisher mache ich den normalen. Obwohl, ich muss sagen, der Beat von dem anderen ist schon cooler. Für mich jetzt. Also, ich finde den von denen auch geiler hier. Bum, 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 bum. Schon cool. Was mich ein bisschen stört, ist, dass da nichts sonst ist. So, das hier packen wir weg. Goldene Chaoskiste nur, wenn es wirklich notwendig ist. Da war was. Ah, da hat jemand das Zeug ausprobiert. So, dann nehmen wir natürlich den Kendorian Praetorian, weil der einfach lustig ist. Den Rest auch noch eben aussuchen. Welchen nehme ich denn? Meistens das goldene Schiff. Die Wings nehmen wir. Die Balefire Wings. Sails. Da machen wir mal irgendwas Interessantes. Da Gold dazu einfach. Das Tome tausche ich wieder auf Chaoskisten-Tome. Denn die Woche hat begonnen. Und ich habe leider Gottes vergessen, das gestern schon umzutauschen. Und jetzt gehen wir in 1 bis 3 rein. Leider habe ich keinen 50% Dingen hier, das heißt, es wird länger dauern. Ich habe auch sonst keine Stats momentan. Achso, das Ally habe ich noch nicht ausgesucht. Meistens nehme ich ja... wenn ich neu starte, da, ne, nicht da. Eins von denen. Und dann nehme ich das hier mit 4% Maximum Health. Warum wohl? Weil ich es kann. So, Level 2 erreicht. Oh, da war sofort ein High-End-Teil. Naja, hört sich schon gesund an, ne? High-End-Teil. So, mal gucken. Ach ne, Rechtsklick. Schon fast vergessen, wie man Teile ausrüstet. Da spielt man ein bisschen was anderes zwischendurch und zack, hat man das wieder vergessen. Jetzt aber gehen wir mal rein und gucken mal. Ist das langsam? Ausweichen. Es kann sein, dass ich demnächst hierfür extra G herstelle, ne? Also richtig schöne Rüstungsteile. Aber selbst wenn nicht, werde ich euch verraten, was für Teile am besten sind. Da fliegt ein Thunderbolt über der Erde. Das ist so lustig. Das werde ich natürlich rausfinden und dann werde ich einen Guide dazu machen. Übrigens, wenn man immer 1 drückt, macht man insgesamt mehr Schaden. Und da muss ich noch was ausprobieren gleich. Aber da ja der Schaden abhängig davon ist, wie viel Leben man hat, huch, müssen wir erstmal gucken, dass wir genug Leben kriegen. Oh, das ist neu, glaube ich. Das kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Kann aber sein, dass ich es mal auf dem Public Test Server gehabt habe. Ja, das dachte ich mir nämlich.
Also es kann sein, dass wir jetzt, dass man die ganze Zeit die 1 durchspammt mit dem Charakter. Dadurch ist man stärker. Also das ist schon ein Bug, den haben viele bemängelt. Naja, ein Bug oder ob es ein Feature ist, das ist immer, ne, im Auge des Betrachters. Kann man da durch? Kann man. Einmal ist gemacht, gefühlt, und schon weiß ich, wie man hier Abkürzungen benutzt. Mhm. Da schreibt einer auf, im Kartenchat: Hello, all Revenants. Irgendwie so heißt der, Revenant. Wivenor, ne, heißt der eigentlich. Naja, der Charaktername gefällt mir irgendwie nicht so. Auf Englisch, weiß nicht, das Wort ist echt scheiße. Warum habe ich denn jetzt ein Level? Ah, ich bin schon 5. Scheiß die Wand an. Okay, ich würde sagen, wir gehen schon mal erstmal wieder zurück in den Club. Wir haben gleich die erste Folge schon wieder rum, traurigerweise. Und das sieht genauso aus wie die PTS-Folge, weil wir einfach nur leveln. Aber keine Sorge, hier werde ich den komplett durchleveln bis zum Ende. Jetzt nicht unbedingt in dieser Folge, ne? Aber das werdet ihr sehen. 4 bis 5. Ah, hätte ich nur eben schnell 6 gemacht, wa? Egal, jetzt gehe ich hier eben 1 machen. Warum muss das eigentlich immer unten sein? Naja, Jumps habe ich genug. Also das Gute ist ja jetzt, das Ally, was ich habe, ist eins von den besseren Allies, weil es den Schaden erhöht. Es gibt ja noch das Ding hier. Das erhöht aber Energieregeneration, was keinen interessiert. Allerdings was da drunter, dass der noch so zwischendurch so Flowers machen kann. Also theoretisch ist das hier schon persönlich gesehen das Beste momentan. Weil es 4% gibt. Ich gucke mir die alle noch einmal an. Und dann werde ich noch vielleicht was anderes vorschlagen. Einfach die 1 durchspammen. Weil festhalten irgendwie gefühlt sinnlos ist. Glaube ich zumindest. Aber wie immer, ne, ihr wisst das ja, ich probiere alles aus. Zum Beispiel auch kann man die 1 zwar festhalten. Guck, das macht fast nichts. Wenn ich aber ganz schnell mache, ist das schon besser. Dann frage ich mich natürlich auch, ob der, ah, da ist die Level 6, dann gehe ich erst raus, ob der von irgendwie Attack Speed mäßig oder so, ne, also Attack Speed, das sozusagen beschleunigt. Noch weiß ich nicht viel, ne, ich habe den Charakter nur einmal getestet. Ihr könnt mir in den Kommentaren natürlich gerne Tipps schreiben und Tricks und was ihr so auf dem Herzen habt. Durchlesen werde ich mir die nicht. Quatsch. Nee, aber ich nehme gerne immer Tipps am Anfang entgegen oder eure Spielweise. Ich teste die dann. Und zum Schluss perfektioniere ich meine eigene. Mit jedem Charakter. Beziehungsweise es gibt auch Charakter, die sind unmäßig schlecht. Nein, eigentlich würde ich sagen unbändigbar, aber das ist auch ein scheiß Wort. Da ist was. So, die 2. Spätestens mit Level 10 geht's dann immer bergauf. Da einmal gucken. Gut, war nicht. Dann gehen wir durch. Achso, das Portal war gar nicht hier. Das war doch ein weiter. Ah. Also der Rechtsweg macht auf jeden Fall schon mal einen geilen Schaden. Also im Gegensatz zu 1 und Tick. Ne, also 1 und Tick macht er im Moment nur 500. Ich muss übrigens mal hier einfach was nehmen. Was anderes. Da, 8% Leben. Wow, das ist genau ein Teil, was ich brauche. Ah, der Schaden gleich erhöht.
Also ich habe schon mal gehört, dass der Rechtsklick echt mega Schaden macht. Der Rechtsklick, die 2 meine ich, richtig Schaden machen soll. Und in U6 soll er auch durchgehen wie Butter. Das war zumindest die Meinung von einigen. Also die 2 meinte ich vorhin, ne? Dieser Wirbel. Dass der richtig gut Schaden macht. Und das glaube ich zumindest auch. Ah, keine Jumps mehr, ne? So viele habe ich leider nicht. So, hier mal reingucken. Hallöchen! Also ein Trank, ne, würde ich sagen, läuft. Er macht kritische Treffer damit. Was ich mal testen kann, ist, wenn ich die andere Flask nehme, ob der damit gut überlebt. Also ob der sich die wieder hochstackt. Ne? Ihr kennt meine Bildstrategie. Meistens nehme ich ja diese beide, dieses als Kombination. Ach, guckt euch mal das da unten an, wie schnell der wieder oben war. Der war ja instant wieder oben. Weil er einfach alle gleichzeitig trifft und das alles crittet. Boah. Wenn ich mir das vorstelle, dann kann das einfach ein guter Charakter werden. Jetzt muss der nicht unbedingt deswegen der stärkste Charakter werden. Aber zumindest habe ich immer Angst, dass welche kommen wie der Pirate Captain gefällt mir nicht so doll. Also meistens nehme ich den nicht, wenn ich nicht muss. Zum Beispiel die Ice Sage nehme ich nicht unbedingt, wenn ich so muss, weil ich dann nicht gut Solo machen kann. Und noch mehr. Es hat also immer irgendwelche Charakter, die mich so ein bisschen, ne, die ich auf, welchen ich auf gar keinen Fall nehme, das habe ich ja schon immer mal gesagt, ist der Shadowhunter. Wenn der kommt, dann heul ich. Also wenn der sozusagen Pflicht ist. Zum Glück ist er das nie, ne, er ist nie Pflicht. Da, Maximum Health noch ein bisschen, dadurch steigt mein Schaden. Sieben Prozent. Noch mehr Leben. Ah, guckt euch das schöne Ding an. Da vor allem das unten ist wichtig. Andauernd Crits auslösen und die Tränke immer voll haben. Also bei dem Charakter ist das perfekt, diese Kombi. Kann ich euch also empfehlen. Ach guck, er hat den Turm hier geöffnet. Ich den anderen. Adamon. Ich hänge hier. Sag ich einfach nichts zu, wa? Da unten mal hingehen. Stirb! Schneller! Einfach alles kaputt machen erstmal. Da war noch was mit Prozent oder wie? Hab ich da irgendwas? Nee. Na gut. 81 Flux, da kann ich ja mein ganzes Gear jetzt mit upgraden. Nice, würde ich behaupten. So, was bin ich? 7. 7 ist noch hier. Also 7 bleibt noch. Schafft er das oben drauf? Schafft er. Oh, ob der das dahin schafft? Ach, da ist so ein Ding. Glück gehabt. Da ist so eine Schicht, wollte ich gerade sagen. So ein Fortsatz, wo man drauf kann. Also ja, momentan habe ich schon eine gute Kombination gefunden, denn warum nehme ich diese Kombination? Ihr wollt das ja meistens gerne wissen. Physical Damage funktioniert deswegen nicht, also die Physical Damage Portion deswegen nicht, weil die 1 und die 2 beide nicht davon abhängen. So, ich wollte nur einmal kurz landen, ich weiß nämlich nie, wie viel Jumps der hat. Ne? Und damit dieser Schaden da höher geht, braucht man mehr Leben, mehr Max-Leben. Das kann man nicht per Trank erreichen, glaube ich zumindest. Mal erstechen. Naja, immerhin kann er sich zwischendurch nachheilen. Ist jetzt aber, ehrlich, vernachlässigbar. Kann man vernachlässigen. Den Heal-Effekt davon. Ah, an 3 Stellen Dungeon. Sowas brauche ich. Da kriegt man richtig Punkte für. Das ist alles besser. Genau. Was wollte ich sagen? Wegen der Wahl meiner Embleme.
So, und zwar, die 1 zieht Leben ab, ne? Das werdet ihr in dem Tutorial ja dann dazu noch erfahren, genau alles, wie man das am besten macht. Deswegen habe ich natürlich den Vampiric-Emblem drin. Damit kriege ich ständig Leben dazu. Das heißt, ich verliere durch 1 nichts. Na, das ist schon mal wichtig. Gleichzeitig erhöhe ich mit den Sure Strike meine ich, ne? Meine Crit-Chance auf 100%. Also immer kritten. Und durch immer kritten, guckt euch an, wie das aussieht. Naja, außer der haut ab, das ist total doof. Aber so. Schneller bewegen, falls ihr mal in diesem Modus hier seid, könnt ihr euch in dem einfach ausweichen. Was heißt schneller? Ihr könnt euch kurzzeitig mal wieder einen kleinen Schwung geben, sage ich mal. Naja, den Rechtsklick muss man echt öfter machen. Also der muss auf Cooldown bleiben. Der macht doch ziemlich übertriebenen Schaden. Also im Verhältnis dazu zu einmal drücken. Ja, jetzt nutzt er den Trank. Weißt du, ich habe 1000 Mal gedrückt. Oh, ich habe gerade einen Trank wiederbekommen hier an der Truhe. Hat mir echt heute noch, also habe ich heute echt mal unterm als Kommentar unterm unterm Videobeitrag gelesen, hat auch einer bemerkt, dass man anscheinend an einer Kiste sich einen Trank nachholen kann. Ist echt lustig. Ah, na gut, hast Glück gehabt, weil du mehr Schaden machst. Dadurch hab ich zwar weniger Leben, ne? Ja, und dann natürlich Crit Damage. Also ich habe jetzt schon eine Idee, wie ich meinen Speer auf jeden Fall für den generiere. Der braucht Crit Damage. Er braucht Max Health. Das sind so die beiden 100% important Sachen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Was habe ich jetzt drauf? Energieregeneration. Das nicht. Das würde ich komplett entfernen. Jump würde ich drauf lassen, wie immer. Und als viertes Start halt Max Health. Und die zweite, naja, ist ja auch scheiße. Da Crit Damage. Also ich werde meinen Radiant Speer demnächst herstellen, auf jeden Fall für den. Extra nur für den. Was mir natürlich fehlt, ist ein Ring. Und ich überlege noch, ob es wirklich Sinn macht, denn man verliert ja Physical Damage, ne, das ist immer wichtig. Keinen Physical Damage Ring zu nehmen, sondern ein Max Leben Ring. Ob der sich lohnt, sozusagen. Boah, ich rede so viel, ich habe gerade erstmal auf Uhr geguckt. Die Folge müsste eigentlich jetzt schon rum sein. Eigentlich will ich aber mindestens noch Level 8 werden. Das kriegen wir noch hin, oder? Schnell. Ansonsten werde ich einfach jetzt gleich direkt hier nach... Achso, ich kann hier weiterhauen. Weißt du, ich warte einfach mit meinem Candy-Strudel. Sieht aus wie ein Nesquik. So ein Nesquik-Strudel. Ich will ja keine Werbung machen, aber irgendwie hat mich das daran erinnert. Und dann werde ich hier nachher einfach eine neue Folge aufnehmen und wir werden morgen den zweiten Teil dieses Charakter-Levelns sehen. Und dann ist er mindestens 10. Und jetzt BÄM! Ich hab verfehlt. Habt ihr das gesehen? Glaube ich zumindest. Nicht treffen. Daneben. So, er ist 8 geworden. Ich werde dann jetzt mal eben in die Community-Club zurückgehen, weil ich kann. Übrigens, das weil die Frage 800.000 Mark kam heute. Ich habe ja heute die ganzen Kommentare auf YouTube beantwortet. Wenn ihr in den Club wollt, müsst ihr auf einer Rakete fliegen. Habe ich das echt gesagt? Nein, Quatsch. Wenn ihr in den Club wollt, müsst ihr unbedingt, also ganz unbedingt, mich anschreiben. Am besten als Freund hinzufügen. Ich zeige euch, wie das aussieht dann bei mir. So, da waren schon ganz viele rote Punkte. Oh, ihr habt aber... Da habe ich aber echt... Weißt du, da bist du mal ein paar Stunden nach dem Patch nicht online und nach dem Patch guckt euch mal diese Menge an. Na egal, das kann ich ja währenddessen eben machen. So zum Abschluss noch. Oder auch nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Schreibt mich einfach ingame an. Zu Challenge-Zeiten bin ich sehr häufig online. Ansonsten gibt es im Forum von 12 extra einen Beitrag, wo man unsere Offiziere lesen kann, wer das alles so ist. Ich werde aber jetzt auch einmal noch unsere Offiziersliste hier einmal zeigen. Einmal Offline-Members alle. Die Menge hier könnt ihr anschreiben. Wie ihr seht, waren die alle
kurzzeitig online. Game Time, ja, da sieht man nicht mehr so lange. Hier zumindest nicht. Der ist in meinem Livestream dabei. Macht das auf jeden Fall. Schreibt die an. Irgendjemand werdet ihr schon finden. Und dann kommt ihr in den Club rein. Ihr müsst nicht jedes Mal drunter schreiben, darf ich in den Club? Ja, ihr dürft. Jeder darf in den Club. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von True. Ciao.